Okay. Dann herzlich willkommen zu meinem allerersten Vortrag bei Joomla, der neue Page Builder in Joomla 4. Danke. Warum überhaupt ein neuer Page Builder? Es ist ja nicht so, als ob es nicht schon zig Extensions gäbe, die alle Page Builder anbieten und auch sehr komplex dabei sind. Allerdings, in Joomla kann man so vieles machen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben oder überhaupt Entwickler zu sein. Warum dann nicht auch das Template so anpassen, wie man möchte und ihm ein individuelles Layout verpassen? Das Ganze ist allerdings optional, man muss den Page Builder nicht benutzen und das Ganze ist auch noch erweiterbar, also ganz im Sinne von Joomla. So ganz am Anfang fing es mit Google Summer of Code an. Wer das nicht kennt, das ist eine Art Stipendium-Programm von Google. Sie suchen eine ganze Reihe an Open-Source-Projekten aus, zum Beispiel Joomla, und dann bezahlen sie Studenten, damit diese 3 Monate lang daran arbeiten. In meinem Fall eben der Page Builder. Ich war nicht alleine, ein anderer Student hat auch daran mitgearbeitet. Und diese Coding-Phase ist mittlerweile vorbei und das Resultat werde ich euch hier zeigen. Das Ganze besteht einerseits aus dem Editor, der ist quasi komplett in Vue.js gemacht. Das ist ein Framework, was in Joomla auch schon eingesetzt wurde beim neuen Media Manager. Daran haben wir uns am Anfang auch etwas orientiert. Und das Ganze besteht aus mehreren Elementen, die man zu einem Layout zusammenstellen kann, per Drag and Drop, also möglichst intuitiv. Dann diese Elemente kann man auch konfigurieren, also man könnte zum Beispiel CSS-Klassen hinzufügen oder je nachdem, was dieses Element bereitstellt. Das Hauptaugenmerk ist das Grid-Layout, das ist auch ein eigenes Element. Und das ist stark an Bootstrap orientiert, einfach nur, damit wir in den 3 Monaten möglichst viel schaffen konnten. Und das Ganze ist natürlich auch für mehrere Geräte ausgerichtet, also nicht der Editor selbst. Ich glaube, es ist ziemlich schwierig, auf dem Handy so ein Layout zusammenzustellen. Aber es geht darum, dass man das Layout dann auch für verschiedene Geräte sich ansehen kann, also auf verschiedene Breiten skaliert und dann auch dementsprechend verschiedene Layouts definieren kann. Wie schon gesagt, es gibt mehrere Elemente, die für den Page Builder entwickelt wurden. Jedes davon ist ein eigenes Plugin, was deaktiviert werden kann. Und so kann man dann sagen, ich will zum Beispiel keinen Container in meinem Editor bereitstellen. Der Container ist aber eigentlich wirklich nur eine Hülle für andere Elemente. Und da haben wir wieder das Grid, das enthält allerdings nur die Columns. Da können maximal 12 Stück in einer Reihe sein, in einer Reihe dieses Grids. Und man kann auch Offsets einstellen, damit so Abstände entstehen. Und letztendlich haben wir noch die Modulpositionen, die bestehen aus dem Namen und dem Quorum, den man einstellen kann. Und auf diesen Positionen kann man ja dann in Joomla Module setzen, damit sie dort angezeigt werden. All diese Elemente sind auch verschachtelbar, das heißt, ich kann in einer Column eine Modulposition anzeigen oder auch ein neues Grid hineinlegen. All diese Elemente können in den Container reingepackt werden, aber die Elemente können auch im Plugin sagen, dass sie keine Kind-Elemente haben wollen. Zum Beispiel in der Modulposition, da ist Ende, also man kann nichts Neues hinzufügen. So, das ist einmal der Editor und dann haben wir natürlich auch noch das Rendering. Ich habe es hier mal auf die 3 wichtigsten Stellen heruntergebrochen. Da der Page Builder ja ein eigenes Joomla Form Field ist, kann man in die TemplateDetails.xml seines Templates gehen, kann da das Form-Field einstellen und
Dann, wenn man im Editor ist, dazu geht man dann in die Template Styles von dem Template, aber das zeige ich euch auch noch. Da wird dann alles, was man in diesem Editor gemacht hat, in einen JSON-Parameter gepackt und abgespeichert. Und dann in der index.php von dem Template kann man dann das, was jetzt rot zu sehen ist, aufrufen. Der Render-Helper ist eine neue Klasse in com-Templates und letztendlich nimmt es nur diesen Parameter auseinander, also das JSON, und geht dann alle Elemente darin durch und die Plugins sagen, wie sie gerendert werden wollen. Also das heißt, sie sagen ihr Start-Tag oder die Attribute, die sie dann mitnehmen aus der Konfiguration, die im Editor für das Element hinterlegt wurde, und sagen auch das End-Tag, und der Render-Helper kann dann die Kind-Elemente dazwischen hineinlegen und auch wiederum rendern und so weiter. So, ich würde dann tatsächlich auch schon zum Resultat kommen. Und na, okay. Ah, das seht ihr da jetzt gar nicht. Okay. Wie schon gesagt, ihr geht in die Template Styles. Da muss ich nur noch die Maus da hinkriegen. Genau. Ja, das hatte ich noch nicht erwähnt. Wir haben extra für den Page Builder, um ihn testen zu können und zu entwickeln, Apodes erstellt. Das ist ein neues Template. Aber das Ziel ist nicht, zwei Templates in Joomla 4 zu haben, sondern am besten natürlich soll es irgendwann integriert werden in vielleicht Cassiopeia. Aber aktuell ist eben alles in Apodes. Der Name steht für einen Stern, also quasi der neue Stern am Template-Himmel. So, dann gehen wir da rein und dann sieht man hier auch schon den Page Builder. Ich mache das jetzt erstmal weg. Das ist nur später gut, wenn ich euch das Ergebnis zeigen will. So, was haben wir hier? Einerseits den Button, wo man neue Elemente hinzufügen kann. Und hier auch die ganzen Geräte, wo man umschalten kann. Das ist jetzt die größte Breite. Oder ein Tablet, Hochkant-Tablet, Smartphone. Also der Editor passt sich dann auch in der Breite an, damit man das nachvollziehen kann. Dann haben wir zwei feste Elemente, die auch nur einmal vorkommen dürfen im Layout. Das ist einmal natürlich die Komponente und auch Messages, also vom System oder was auch immer da dann als Meldungen ankommt. Dann kann man auch schon ein Element hinzufügen. Die Plugins können selbst sagen, ob sie in der Wurzel des ganzen Layouts überhaupt hinzugefügt werden wollen können. Und jetzt fangen wir zum Beispiel mal mit dem Container an. Dem könnten wir jetzt auch Einstellungen verpassen. Dazu geht man auf dieses kleine Icon. Und man, also wie gesagt, wir haben uns an Bootstrap orientiert. Da könnte man jetzt auch sagen, er soll fluid sein. Also die ganze Breite einnehmen. Weil sonst würde er etwas eher in der Mitte sitzen. Und hier könnte man jetzt auch ein Kind-Element hinzufügen. Dazu geht man auf das Plus. Und hier seht ihr jetzt schon, die Auswahl ist ein bisschen kleiner geworden. Man kann keinen Container reinstecken. Das ist auch extra so gewollt und kann auch eingestellt werden von den Plugins aus. Dann können wir hier mal ein Grid mit zwei Columns erstellen. Und hier kann man jetzt auch die Columns verändern, wie man möchte. Man kann sie kleiner machen oder auch größer, verschieben.
neue hinzufügen, also keine Grenzen gesetzt. Man könnte jetzt auch das über die Grenzen hinweg größer machen, dann verschiebt es sich in die nächste Reihe. Und auch hier immer noch alles verschiebbar. Nur darüber hinaus kann es halt nicht. Also mehr als Breite 12 geht nicht. Ja? Also man könnte jetzt auch auf die Smartphone-Ansicht zum Beispiel gehen und da hätten alle erstmal die maximale Breite und da könnte man jetzt eine eigene Einstellung machen und dann wird die auch auf dem Smartphone so angezeigt. Aber sobald das Gerät wieder breiter ist, nimmt es wieder das alte Layout an. Also nicht das alte, aber das dafür eingestellte. So, in diese Columns kann man jetzt natürlich auch neue Elemente hinzufügen. Zum Beispiel eine Modulposition. Jetzt könnte man sagen, ich will da Top B haben. Aktuell muss man noch überlegen, was habe ich eigentlich für Modulpositionen hinterlegt, aber ich zeige euch da noch was, weil das ganze Ding ist ja noch nicht fertig. So, da haben wir zum Beispiel eine Modulposition, da geht es jetzt, da gibt es kein kleines Plus mehr, das heißt, da ist kein Platz mehr für Kind-Elemente. Man könnte jetzt hier noch ein Chrome da einstellen. Keine Ahnung, ich will einen Rand. So. Und hier könnte man dann zum Beispiel noch sagen, ich will nochmal einen Grid haben. Ja, nochmal so zwei Spalten. Und immer so weiter. Man kann sie auch wieder entfernen, ohne Probleme. Und ich mache das nochmal kurz weg. Man könnte jetzt hier darunter auch nochmal ein neues Element hinzufügen. Zum Beispiel will ich hier einen Footer haben. So. Und auch hier sind sie dann wieder verschiebbar. Gut, jetzt ist der Footer oben, macht nicht so viel Sinn. Wieder runter damit. Und ja. Was aber nicht geht, ist die Kindelemente untereinander zu verschieben. Also ich kann das jetzt nicht nehmen und da runterziehen. Und jetzt könnte ich auch sagen, hier will ich meine Komponente drin haben. Also sie geht ja nur in einem Element, daher entweder ist sie hier auswählbar oder eben nicht. So, machen wir die beiden mal rein. Wenn es will. So. Gut. Und ich hatte ja was vorbereitet. Wenn es jetzt so aussieht und man schaut sich das im Frontend an, dann wird auch rechts das Modul in der Sidebar Right, hatte ich glaube ich, angezeigt und die Komponente. In den anderen beiden Modulen da oben war jetzt nichts drin, deswegen sieht man auch im Frontend nichts. Die Farben kommen von hier. Da kann man Hintergründe einstellen und ja, andere Farben. Alles noch sehr einfach gehalten, sag ich mal. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Dann aber wie gesagt, das ist ja noch lange nicht vorbei. Also die Basis steht und ist aber auch noch nichts in Stein gemeißelt. Und aktuell hat sich aus dieser Google Summer of Code Gruppe eine Working Group gebildet. Ich hoffe, die bleiben auch alle dabei. Wir haben auch schon man könnte sagen, Nachwuchs bekommen. In dem Modul Web Programming Weeks haben sich zwei Studenten bereit erklärt, ein bisschen für den Page Builder zu arbeiten. Das heißt ein bisschen, sie waren ziemlich fleißig. Und ja, der eine davon ist halt auch jetzt in der Working Group gelandet. Und ich zeige euch jetzt ein bisschen, was sie so gemacht haben. Zum einen
haben sie die Sidebar ein bisschen aufgewertet. Also man kann jetzt wirklich für jedes einzelne Element sagen, du sollst die Hintergrundfarbe rot haben oder so. Und sie planen auch, dass man ein Bild hochladen kann, aber aktuell funktioniert das nur über eine Internetadresse, aber die sind auch noch motiviert, da dran zu bleiben, also vermute ich mal, das wird auch noch. Und dann haben sie noch die Sache mit den Modulpositionen verbessert. Wie ihr gesehen hattet, ich hatte einfach nur ein Textfeld und habe dann wild eingetippt und gehofft, dass es das Richtige ist. Mittlerweile kommt dann eine Liste, wo alle vorhandenen Positionen zu sehen sind und man kann auch eine eigene eintippen. Und wie ihr auf der rechten Seite seht, kann man sie dann tatsächlich auch bei den Modulen auswählen und sie auf diese neue Position legen. Dann haben wir noch eine Preview, die ist aber noch nicht ganz fertig, weil das Ganze hat sich als komplizierter herausgestellt, als man anfangs dachte. Also da reicht nicht ein Ajax zum Renderhelper aus, sondern da müssen ja auch noch die Modulposition und die Komponente gerendert werden und dann je nach Kontext, weil man sich ja eigentlich im Backend befindet, aber sich das Frontend ansehen will. Also ja, ich bin froh, dass Sie so ein Ergebnis schon hinbekommen haben. Also links war vorher, mittlerweile sieht es aus wie rechts, dass man auch die Komponente gerendert bekommt. Aber ja, ist noch nicht fertig. Dann haben wir noch mehr Pläne. Also zum einen wollen wir eben weg von Bootstrap, also dass man vielleicht Flexbox oder dieses für mich zumindest neue CSS-Quid benutzt. Und dann ist noch die Idee, dass man vielleicht Page-Layouts einfügt. Denn angenommen, man hat jetzt ein Layout erstellt, dann würde jetzt jede Seite so aussehen. Sei es die Homepage oder wenn man einen einzelnen Artikel sich anschaut. Und es wäre schön, wenn man sagen könnte, zu dem und dem Kontext, wie auch immer man jetzt diesen Kontext definiert, möchte man ein anderes Layout zu sehen haben. Ob man sich dann an der angezeigten Komponente orientiert oder vielleicht per Menü-Item, muss man dann sehen. Ansonsten, ja, die Elemente sind erweiterbar. Ich bin jetzt nicht so der Template-Designer, muss ich sagen. Ich bin eher so die JavaScript-Entwicklerin. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Also jetzt nicht nur auf die Elemente bezogen, sondern generell auf den ganzen Page-Builder. Und ansonsten ist noch der Plan, beim nächsten Google Summer of Code wieder ein Projekt zu starten, wo dann ein auserkorener Student weiter am Page-Builder arbeiten kann, denn man findet bestimmt genug Arbeit für ihn. Oben rechts seht ihr, wo das Repository aktuell liegt. Da könnt ihr auch gerne Issues oder Features einreichen. Und da sind auch die aktuellen Pull-Requests der zwei Studenten zu sehen und können da auch gerne getestet werden oder ja, verbessert. Und damit würde ich auch schon zum Ende kommen und danke für eure Aufmerksamkeit und ich stehe für Fragen offen. Ja. Wird der Page-Builder oder in dem Fall Template-Builder immer an einem Template gebunden sein? Also die Frage war, ob der Page-Builder immer an ein Template gebunden ist. Dadurch, dass man in der index.php ja das Rendern überhaupt erst anstoßen muss, hätte man dann pro Template eben eine Page-Builder-Sache. Beantwortet das die Frage? Ja, im Prinzip kann man es ja auch schon denken. Ja, es macht keinen Sinn. Da machst du einfach aus einem bestehenden Template, weil du musst ja eine weiße Fläche in der Fläche erstellen. Da kannst du einfach machen, was du in der Fläche Ist es möglich, dass man die ganze Systematik auch in Beiträge einfügt, dass man Beiträge
Also technisch bestimmt möglich. So wie es aktuell aufgebaut ist, wäre es schon ein bisschen Aufwand umzustellen, aber prinzipiell kann ich es mir schon vorstellen. Achso, die Frage war, ob man Artikel auch mit diesem Layout-Editor versehen könnte. Da hinten war noch eine Frage. Das ist ans Template gebunden. Weil ihr eben sagt, ihr wollt Page-Styles sozusagen machen. Wenn das Layout aber an den Template-Style gebunden ist und nicht an das Template, wäre das hinfällig. Dann würdest du einfach neue Style erstellen und dort ein anderes Layout erstellen. Ja, das stimmt. Also aktuell machen das wohl auch viele so, habe ich gehört. Ja, muss man dann schauen, was da am meisten Sinn macht. Na gut, danke.